Ich war vertraut mit den Toten, denn ich hatte den Krieg überlebt. Nachdem mein Vater in den Krieg zog und nie mehr heimkehrte, bin ich zusammen mit meiner Mutter geflohen, als die Rote Armee wie ein Schlachtschiff auf hoher See herangeflügt war. Das war einer aus dem Osten. Der hat sich selbst aufgehängt. Ich sah, wie getötet wurde. Doch noch nie habe ich gehört, dass sich jemand selbst das Leben nahm. Hey, du! Verschwinde da! Der da braucht deine Blumen nicht! Ich sah den Selbstmörder keineswegs in höllischen Flammen. Ich sah einen Lebenden, einen Mann, der ohne Sarg da lag, schlafend in der Erde unter seinem Holzkreuz. Wie mochte er hierher gekommen sein? Man hat ihn verbuddelt. Wie einen Hund. Außerhalb des Friedhofs. Selbstmord! Eine Todsünde! Selbstmörder kommen in die Hölle! Schon wieder habe ich mich mit meiner Mutter gestritten. Den Grund weiß ich nicht mehr. Ich suchte Zuflucht an meinem einzigen vertrauten Ort und schlief ein. Was treibst du schon wieder da? Hier hast du nichts verloren! Ein Engel! Ein Engel war da! Er hat einen Mann in den Himmel geholt! Du bist doch verrückt geworden! Selbstmörder kommen in die Hölle! Das ist der Fluch des Selbstmörders!